Wir werden nicht gleich instant erschossen. Oh! Hätte ich wieder erschreckt. Gut, dass ich auch mitten auf dem Feld stehe. Letztes Mal, als ich in das Spiel reingeladen habe, ist das Spiel einfach mal. Wurde ich direkt erachstet. Weil ich auch, glaube ich, Nice. mitten im Feld stand. Weil du jetzt ja irgendwie 30 Sekunden oder so Delay hast, auch wenn du ausläufst und so ein Bullshit, das ganze Spiel ist noch nicht fertig geladen, sehr gut. Schön, dass du auf den vollen Server gehst. Ist der komplett voll oder was? Warte, jetzt bin ich drauf. Ja, der ist komplett voll gewesen. Oh, komm, Spiel lad. Go, go, go. Go, go, Power Rangers. Du, du, du. Okay, okay. Meister mit Scrumbles. Surprise, ich bin surprise. Gestern das erste Mal verhungert in. Oh lol. Ah, ich hab, so, hab eine SKS gefunden, genau das, was ich eigentlich haben wollte. Fick dich ins Knie, ey. Wieso? Ich meine, ich hab doch meinen Charakter, da gab neun, nur mein mit Waffe und Arme, jetzt habe ich neun. War das nicht hier Testserver? Weiß ich nicht. Dann habe ich halt keinen neuen. Dann muss ich hier hinziehen. Ich kann jemanden jetzt eine Mosin mitnehmen. Ja, dann ist das meine Mosin, weil ich online bin schon. Koche, koche. Jetzt mache ich nämlich das Double Weapon Ding. Aber ich muss die, glaube ich, vorher laden, oder kriege ich die auch in der Hand? Ich bin in Ärger im Dorf. Kannst du mir sagen, wo ich lang muss? Koche, koche. Ja, du bist so oder so an der Küste, das heißt, du musst so oder so. Ja, okay. Was weiß ich? Nee, weißt du. Hä? Dann weißt du, was du machen musst. Nee, was denn? Was muss ich machen? Wo soll ja, ich denn links hin? Von dir muss das Wasser sein. Also, zumindest, erstmal ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt überhaupt? Ich ja, bin, ich Nähe Balotta über Tscherno. Entweder wir treffen uns am besten in Tscherno, oder soll ich euch entgegenlaufen, dass wir uns in Elektro treffen, weil in Elektro ist PvP jetzt. Wieso redest du darüber, wenn du keine Ahnung hast, wo ich bin? Das ich gar weiß, keinen Sinn, wo du spawnst. Du vielleicht spawnst, spawn ich bei dir? Nee, du spawnst ja nur noch zwischen Elektro und kurz vor Berezino. Wieso das? Das ist schon seit die letzten Patches. Warum das? Ich habe nicht gefragt, seit wann ist es, sondern warum? Weil der nicht will, dass du direkt in Balotta spawnst oder sonst wo und direkt hier haben willst oder so. Ich weiß nicht, was sich Rocket dabei denkt, aber es What ist. What does the Fox say? Genau What sagen. Does the Rocket say? Aber der Server ist gut, weil ich finde die auf jeden Fall schon mal hier zumindest eine Menge gut. Das heißt, keine Ahnung, wie das bei euch aussieht. Rocket, Rocket. Also dieser Server ist scheiße, das ruckelt hier voll in der Stadt. No, ich suche mir jetzt einen Server, wo das nicht ruckelt in der Stadt. Ja. Viel Erfolg! So ein GW-Server ruckelt in der Stadt, wenn sie wirklich voll ist. Jetzt weiß ich und gar nicht, was bist. Groß machen sollen noch hier. Aber ich kann noch ein bisschen Essen und Trinken sammeln, das wäre vielleicht gar nicht so eine blöde Idee. Da hinten ist ein Spieler! Ich bin übrigens hier in der Stadt, wo wir immer Party haben. Elektro. Müsste, ja. Ja, dann lauf direkt Richtung Tscherno und lass dich da am besten nicht abknallen. Was ist Tscherno? Welche Richtung? Man, weiter, links. Zur großen Stadt, da wo die Hochhäuser waren. Die Hochhäuser sind. Genau, da wo die Hochhäuser sind. Da bin ich jetzt gerade. Dann okay, lauf ich jetzt. Ich geh noch einmal kurz in die Feuerwehr hier. Ich weiß nicht, ob ich den Military Loot hier mal mitnehmen sollte. Ich meine, ich habe jetzt schon zwei Waffen, mehr kann ich auch nicht mitschleppen. Chill direkt. Nigger. Du hast jetzt nicht echt Nigger gesagt, Henrik, oder? Nee, das warst du. Das ist echt nicht okay. Nein. Soll ich sowas sagen würde? Ich sag da immer den politisch korrekten Terminus Afroamerikaner. Du meinst Schwatter? Nigger. Kuss. Oh, hier ist eine Wespe. Achso, scheiße, die Weste kann ich nicht tragen wegen meiner. Eine Wespe! Eine Weste! Eine Wespe! Eine Wespe? Eine Weste. Fahr mal hierher, Alter. Du bist Uf, heute furchtbar unlustig. Ich? Ja. Ich bin immer furchtbar unlustig. Ja, aber heute nur noch unlustiger als sonst. Respekt dazu. Oh. Ich bin auch müde. Das ist immer, wenn ich müde bin, werde ich aufgedreht. Und wenn ich aufgedreht bin, laber ich nur noch Müll. Man merkt's. Was?
Man merkt's. Merkel? Ja, Merkel. Alex, bist du jetzt mittlerweile gespawnt? Alex ist noch. Punjabi. So. Ne, wie hieß die Frage noch? Punjabi? Quiz, da war doch eine Frage. Ach so, mit wie dieses indischen Essen. Indische Essen heißt oder wo das herkommt, keine Ahnung. Ist das beides pristine? Oh, irgendwer ist hier fröhlich am Ballern. Und ich glaube auf mich. Ja, dann auf den Kreis. Im Kreis, damit ich nicht von der Stelle komme. Best Tipps ever, oder nicht? Ich glaube, der kann mich nicht leiden. Ich heiz mal weiter. Oh, falsche Taste. Water Purification kannst du ja sonst so entstecken. Also dem Military Ding hier war auf jeden Fall schon mal jemand drin. Jumper hat eigentlich auch die billigsten Special Effects, die ich kenne, oder? Und letztendlich cutten die nur und der Tele. Kamera aus, Kamera an. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wann sich das endlich lohnt, in diese großen Hochhäuser zu gehen und dann seinen scheiß Loot Respawn einbauen. Mir fehlt momentan echt. Überlebst du da deinen Beschossenen? Ja, ich heiz hier, bin schon zwischen den Dörfern. Geht eigentlich noch der Faust Walk? Naja. Ich glaube, die Punch-Animation müsste jetzt auch einen Sound haben. Ja, sie macht. Und das ist voll komisch und das ist vollkommen nicht synchron. Was hast du erwartet, was denkst du? Wo ist er den geilen Soundtyp engagiert hat, das war seine erste Arbeit. Leider ja, nicht so punchen, ungefähr klingt das, das ist gut. Meine Waffe. So, lauf. Ja, Bescheid, wenn du die ersten Hochhäuser siehst. Habe ich letztens in Frankfurt am Dienstag habe ich die gesehen. Das ist, dann brauchst du noch ein bisschen von Frankfurt bis hier. Müssen die Military-Ding wäre noch ein großer Rucksack, weil ich auf die großen Rucksäcke nicht so stehe. Und eine Weste. Was? Military-Ding ist noch ein großer Rucksack und eine Weste. Dann deft die mal für mich. Ja, ich komme dir entgegen und dann können wir da nochmal hingehen. Ich glaube eh nicht, dass so viele hier oberhalb an den Hochhäusern rumlaufen. Hier findet man meistens immer noch relativ viele zu Häuser, relativ viel Loot auch. Also zumindest nicht in den Hochhäusern, immer in dem Zeug drumherum. Ich finde mittlerweile diese Zombie-Sounds auch, die klingen ja wie Murlocs. Na, die haben dieser Zombie-Sound, der dich verfolgt, weißt du, der immer abbricht. Ja. Der hab klingt ich auch wie ein Murloc irgendwie, finde ich. In WoW, wenn du die addest. Vielleicht bauen sie ja auch noch Murlocs ein. Das wäre zu gut. Sind Murlocs copyrighted? Was denkst du? Ja, natürlich.
Na, ich bin schon auf dem Weg zu den ersten Hochhäusern. Momentan so friedlich, ey, die Vögel zwitschern. Ich stapfe einfach so übers Feld. So. Gleich schießt mir hier irgendwer ins Gesicht. Und dann lacht Alex auf einmal im TS. Gestern auch wieder in Elektro gewesen, der Typ kommt da an. Bleib stehen, bleib sofort stehen oder ich schieße. Dann fängt er natürlich an zu schießen, wie so ein Schnitzel. Er wollte mich eh nur ausnehmen. Mittlerweile müsstest du die Hochhäuser doch mal sehen, oder nicht? Am Horizont. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Punchbock ist langsamer geworden, kann das sein? Also vielleicht machst du den gerade gar nicht. Kannst du Naruto Walk machen? Ja. Und dann müsste das immer noch genau gleich sein. Ich laufe und laufe. Auf jeden Fall, ich bin jetzt hungrig und durstig schon. Ja, es geht jetzt richtig schnell. Oh, fertig. Deswegen sage ich ja auch, wenn du Kackspawn hast, irgendwie oben 8 Berezino, schaffst du es nicht mal nach Elektro zu laufen, ohne dass du verhungerst. Das ist irgendwie beschissen, finde ich. Ich fand, das war das Nervigste im ganzen Spiel bis jetzt. Ja, vorhin Das findest hat du ja hier, auf wie, dem man kann Weg. nicht von Berezin nach Elektro laufen, ohne zu sterben. Wenn nicht, wenn du gerade gespawnt bist und nichts zu essen findest auf dem Weg, Oh, ne? das ging doch noch, als ich zuletzt gespielt habe. Ja, jetzt aber irgendwie nicht mehr. Du spawnst und hast direkt ziemlich viel Hunger und wenn du dann so ziemlich schnell rennst, ja, ob der da wieder ein bisschen was getweakt am Hunger und Durst. Ich weiß nicht, das regt doch nur auf, das bringt keinen Spaß. Ich finde das so eigentlich ganz okay, wie Ich es finde das davor war. mit dem Spawnen momentan eh ein bisschen bescheuert, dass du nur da oben spawnst. Und so wie das Spawnen schon war, war es ganz cool. Und ich meine, die Leute bringen sich eh so oft um, bis sie den Spawn haben, den sie haben wollen. Daran wird er auch nichts ändern können. Ich weiß nicht, ob man den Spielern dann gleich das Mittel in die Hand drücken soll, dass sie spawnen können, wo sie wollen. Oder sowas, keine Ahnung. Nee, ich würde vielleicht sogar so hammerdreist sagen, dass man Ruhestände setzt, kennt. Also man kann die nicht benutzen, sondern man hat einen Hometown, Hometown, wo man immer spawnt, aber das müsste ja wenigstens an der Küste sein, sonst weißt du? packst du den ja einfach irgendwo ins Military Gebiet, spawnst da und hast jedes Mal irgendwie dick Waffen. Ja, oder dann sagst du halt, du kannst dich immer, du kannst, hast drei Spawnpunkte und kannst dich entscheiden, wo du spawnen kannst. Das sind immer drei verschiedene. Ja, so wie in Origin fand ich das echt ganz gut. Na, oder da, ja. Mein, an den Spawnpunkten, wo man spawnen konnte, war nie das gute Zeug, aber man war immer, man konnte halt immer da sein, wo man ist. Man musste sich nicht extra töten lassen, nur um jetzt dort und dort zu spawnen. Oh. Irgendwie habe ich ein schwarzes Fenster. Ich weiß Das nicht. dauert. Echt so lange. Ja, bei mir, ich glaube, eine Minute fast. So, wo soll ich jetzt hinlaufen? Zu den Hochhäusern, Henrik? Naja, ich bin oben in der Schule, ich müsste dich eigentlich so Zu den noch besser. ersten rechts, Ja, oder was? zu den ersten direkt. Okay. Mich extra hingelaufen. Oh, oh, das kann ich nicht machen. Oh Gott. So ein Fehler. Jetzt ist die Frage, wo ist die Waffe? Wenn du nämlich zwei Waffen hast, dann kann er die Waffe nicht mehr auf den Rücken packen und die Waffe, die er dann in der Hand hat, die, ja, glitscht dann halt irgendwo hin. Wahrscheinlich lost. Das ist gerade meine Mosin gelostet. Nee, die SKS. Meistens ist die dann noch irgendwo, ist nur die Frage, wo jetzt? Unter der Schule, meistens irgendwie untere im Erdgeschoss dann drunter, wenn man da drunter sein kann. Wo bist du jetzt? An der Schule. Die Schule. Direkt wenn du rechts hinkommst, ist rechts eine Schule, wo wir auch immer hingegangen sind.
Kann natürlich nicht rein.